Fünf Frauen, fünf Parteien und fünfmal die gleichen Alltagssorgen. Wann ist die nächste Sitzung? Sind die Plenartage schon festgelegt? Wie bringe ich das mit meinem Beruf unter einen Hut? All das beschäftigt die fünf Politikerinnen am runden Tisch der OÖN. Bei aller Power ist der Anfang herausfordernd, darin waren sich alle einig. Sei es in der Rolle als Regierungsmitverhandlerin wie Brigitte Povysil, FP, als jüngste Abgeordnete wie Claudia Plackholm, VP, oder als Parlamentarierin, die eine Gemeinde zu führen hat wie Elisabeth Feichtinger, SP. Mit der Aufbauarbeit eines neuen Clubs ist Daniela Holzinger, Liste Pilz, beschäftigt. Und Karin Doppelbauer, Neos, freut sich auf die inhaltliche Arbeit. Als ich im April ins Parlament kam, startete eigentlich eine Woche später der Wahlkampf. Da kamen die Inhalte doch zu kurz. Auch wenn Frauen so präsent in der Politik sind wie selten zuvor, sie sind auch im Nationalrat noch deutlich in der Minderheit, 31,25% der Abgeordneten. Genau deshalb sei es notwendig, über Frauen in der Politik zu reden, sind sich die fünf Politikerinnen einig. Denn ein Problem eint alle Parlamentsparteien und zeigte sich auch bei der Listenerstellung für die Nationalratswahl: Wie bekommen wir mehr Frauen in die Politik? Oder anders gefragt, was hält Frauen davon ab, in die Politik zu gehen? Viel hängt von der Erziehung ab. Davon, was einem zugetraut wird. Ich habe immer gehört, du kannst alles schaffen, sagt Feichtinger. Politik sei nicht für jeden etwas, aber auch die äußeren Umstände machen es Frauen nicht einfacher, so Povysil, da sind wir beim Thema Kinderbetreuung und flexible Arbeitszeitmodelle. Auch die Familienplanung spiele dabei mit, sagt Plackholm, mit einem Mandat gehe ich eine längerfristige Verpflichtung ein. Die Möglichkeit, in Karenz zu gehen, gibt es in der Politik nicht. Dem widerspricht Holzinger, es sei nicht einfach, aber möglich, Politik und Kinder dürfen sich nicht ausschließen. Sonst wird es unmöglich, dass Frauen in die Politik kommen. Genau um die Rahmenbedingungen gehe es, so Povysil, man muss dort ansetzen, wo Frauen glauben, es aufgrund ihrer familiären Situation nicht zu schaffen. So einig man sich sonst im Laufe der Diskussion war, so heiß ging es beim Thema Quote her. Sie sei dagegen, sagt Plackholm. Denn man wolle es ja nicht nur wegen einer Quote geschafft haben. Viel wichtiger sei es, klassische Rollenbilder aufzubrechen, Frauen sind auf Gemeindeebene immer nur in den klassischen Ausschüssen, Soziales, Kindergarten. In den Bauausschuss geht kaum eine Frau. Eine vehemente Quotenbefürworterin ist Holzinger, eine Quote ist der Boden, der es Frauen ermöglicht, in bestimmte Positionen zu kommen. Dann muss natürlich die Leistung stimmen. Dafür spricht sich auch Feichtinger aus, egal ob man es Quote nennt oder nicht, man braucht ein Instrument. Für Doppelbauer ist die Quote ein ungenügendes Mittel, das Umdenken muss bei den Männern anfangen. Solange Männer nicht verstehen, warum sie Frauen in wichtigen Positionen brauchen, ist eine Frau, die durch die Quote eine Funktion erhalten hat, nicht erfolgreich. Povysil betont die Rolle von bereits aktiven Politikerinnen, unsere Aufgabe ist es, Vorbild zu sein und zu sagen, Frauen, kommt in die Politik. Denn das, was jetzt entschieden wird, bestimmt das Leben von morgen. Und was wünschen sich die fünf Politikerinnen für Frauen? Für Doppelbauer ist die Antwort eindeutig gleicher Lohn, sein eigenes Leben in die Hand nehmen und gestalten können, das funktioniert, wenn wir über Geld reden. Das ist auch Holzinger ein Anliegen, in Frauenberufen wird viel für die Gesellschaft geleistet.